Schönen guten Tag. In diesem Interview dreht sich alles um das Fernstudium in sozialer Arbeit, insbesondere um das Bachelor-Fernstudium sozialer Arbeit an der SRH Mobile University. Und dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen, und zwar die Professorin für soziale Arbeit an der SRH Mobile University, Angela Teichert, ja, die auch Studiengangsleiterin für diesen Bachelor Soziale Arbeit, aber auch für den Master Soziale Arbeit an der SRH Mobile University ist. Und zusätzlich, ja, im Gespräch ist auch noch mit Professorin Daniela Vogt, ja, auch Professorin für Soziale Arbeit an der Mobile University. Und mit beiden Gästen möchte ich über diesen Studiengang reden, ja, insbesondere an der SRH Mobile University, aber auch, ja, im Allgemeinen etwas über das Studium in sozialer Arbeit. Also schaut euch das jetzt an, wenn ihr euch interessiert für einen Studiengang, egal ob es nun an der SRH Hochschule ist oder an einer anderen Hochschule im Fernstudium. Wir gucken uns natürlich an, was sind so die Voraussetzungen, ja, abseits jetzt von den formalen Voraussetzungen, Bachelor, Abitur, was man eben so mitbringen sollte, was sind auch so die persönlichen Voraussetzungen, die man für so ein Studium mitbringen sollte. Studieninhalte schauen wir uns natürlich auch ein bisschen detaillierter an, die Vertiefungsmöglichkeiten, die es so gibt, auch die Prüfungsformen, ja, auch etwas, auf das man immer einen Blick werfen sollte, wenn man sich für so ein Studium interessiert. Wir gucken mal, wie sieht es aus mit Seminaren, mit verpflichtenden Veranstaltungen. Dann wollen wir auch so ein bisschen über die praktische Studienphase reden, ja, ein ganz wichtiges Thema, wenn es um dieses Studium in sozialer Arbeit geht. Ja, insgesamt 100 Tage muss man da ableisten. Wir gucken mal, ja, wie es aussieht mit Karrierechancen, Berufsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Über all diese Themen wollen wir jetzt reden in diesem Interview, und ich würde sagen, wir legen mal direkt los. So, Frau Vogt und Frau Teichert, also herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier teilzunehmen und mir und unserer Community und allen Studieninteressierten mal so ein bisschen was zum Studium in sozialer Arbeit, vor allem zum Bachelorstudium, zu erzählen, generell zum Studium in sozialer Arbeit, aber im Speziellen natürlich auch zum Studium sozialer Arbeit an der SRH Mobile University. Also ich habe gedacht, wir fangen mal ganz typisch an mit den Voraussetzungen für diesen Studiengang, also die formalen Voraussetzungen. Das hatten wir jetzt auch im Vorgespräch schon so ein bisschen geklärt. Die kann man natürlich auch der Webseite entnehmen. Ja, die sind jetzt auch nicht so kompliziert. Mit dem Abitur, mit dem Fachabitur kommt man üblicherweise in so einen Studiengang rein. Es gibt natürlich auch noch Möglichkeiten, in so ein Studium zu kommen ohne Abitur oder Fachabitur. Vielleicht können Sie da mal einleitend ein, zwei Worte dazu sagen, wie das möglich ist und wie das funktioniert. Herzlichen Dank, Herr Wolf, das mache ich gerne. Also ohne Abitur gibt es jetzt die Möglichkeit, wenn man einen Abschluss hat in der Meisterprüfung oder einer damit vergleichbaren öffentlich-rechtlich geregelten Aufstiegsfortbildung, zum Beispiel der Fachwirt, mit mindestens 400 Unterrichtsstunden muss das versehen sein. Und es muss dazu immer noch ein persönliches Beratungsgespräch mit der Studiengangsleiterin geführt sein. Oder es gibt die Möglichkeit, wenn man mindestens 2 Jahre eine abgeschlossene öffentlich-rechtlich geregelte Berufsausbildung hat, sowie mindestens 3 Jahre Berufserfahrung, man muss sagen, in der angestrebten Fachrichtung, wie das Studium eben dann der sozialen Arbeit ist. Mhm. Und auch hier ist es wieder notwendig, ein Beratungsgespräch mit der Studiengangsleiterin und das Bestehen einer Eignungsprüfung. Das wären jetzt erstmal so die formalen Voraussetzungen. Ach so, da gibt es dann noch eine Eignungsprüfung. Kann man sich da irgendwie drauf vorbereiten, oder? Ja, auf die Eignungsprüfung kann man sich vorbereiten. Die besteht aus eben 3 Fächern, Deutsch, Englisch und einer fachgebundenen Prüfung. Und wir haben dafür in unserem eCampus einen Modulordner erstellt, wo wir Übungsklausuren drin haben und die Interessenten dann und dann die zukünftigen Studierenden das sehr gut vorbereiten. Ah, okay. Und also das sind die formalen Voraussetzungen, ne? Hatte ich ja gesagt, kann man auch nachlesen und ist jetzt auch nicht so kompliziert. Vielleicht eine Frage noch dazu. Können Sie vielleicht sagen, sind es viele Studierende, die dann ohne Abitur und ohne Fachabitur in diesen Studiengang gehen, oder doch dann eher weniger? Also ich würde vielleicht sagen, das hält sich so die Waage, dass man sagt, die Hälfte sind mit Abitur und die andere Hälfte kommt über einen zweiten Bildungsweg. Ach, dann doch schon eine ganze Menge eigentlich. Also sozusagen
Ja, was mich ein bisschen mehr interessiert und vielleicht auch viele unserer Zuhörer der Community sind so die persönlichen Voraussetzungen. Also was muss ich persönlich irgendwie mitbringen, um in diesen Studiengang oder durch diesen Studiengang vielleicht gut durchzukommen? Ich meine jetzt so ein Interesse an sozialen Dingen irgendwie, an Kommunikation vielleicht oder sowas. Muss ich vielleicht Mathematikkenntnisse oder sowas mitbringen? Was können Sie uns dazu sagen? Genau, was sind so persönliche Voraussetzungen? So, ich würde erst mal sagen, die Studierenden müssen sich ja vorstellen, soziale Arbeit ist eine Beziehungsprofession. Wir arbeiten also immer mit Menschen, auch in schwierigen Lebenslagen. Das heißt, eine große Voraussetzung ist natürlich erst mal so ein humanistisches Menschenbild mitzubringen und eine Empathie. In dem Studiengang geht es ja um professionelle Hilfeleistung. Das heißt, das ist wichtig, dass man sich auch gut abgrenzen kann zu dem Beruf. Sag mal, neben den ganzen sozialen Fähigkeiten oder Kompetenzen, was Sie jetzt angesprochen haben, Herr Wolf, auch kommunikative Fähigkeiten, das ist eben eine Voraussetzung, ja auch wenn man mit Menschen arbeitet, ist natürlich auch so, dass man im Studium auch wissenschaftliche Kompetenzen lernt und theoretische Kompetenzen oder theoretisches Wissen, was man dann gut verknüpft einfach mit den praktischen Kompetenzen. In dem Studium geht es ja immer darum, dass man eben eine professionelle Hilfe leistet und das muss natürlich eben berücksichtigen, dass man auch theoretisches Wissen dann mit eben einbringt und vor allem auch empirisches Wissen, das heißt, welche aktuellen Studien gibt es, um daraus dann auch Schlüsse zu ziehen für die Handlungsfelder. Also so würde ich das jetzt mal im Groben beschreiben. Und vielleicht eine Frage an Frau Vogt. Wir hatten ja in einem Podcast gemeinsam über das Thema Burnout gesprochen. Ist das auch etwas, wovon Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen vielleicht ein bisschen mehr betroffen sind? Ich meine, also man weiß ja, das ist jetzt vielleicht auch nicht der bestbezahlte Beruf. Es ist teilweise vielleicht auch sehr stressig. Viele Schicksale sozusagen, die man auch irgendwie mitnimmt und miterlebt und dann vielleicht auch mit nach Hause nimmt, sozusagen nach Feierabend. Können Sie da irgendwas sagen oder weiß ich nicht, vielleicht gibt es da irgendwelche Zahlen dazu? Da gibt es tatsächlich Zahlen dazu und wir sind nach den Marketinglern und Vertrieblern sind die soziale Arbeit und die sozialen Dienste tatsächlich die, die am meisten von Burnout betroffen sind. Aber genau deswegen machen wir ja in unserem Studium auch umfängliche Dinge, die man lernen kann. Also das dicke Fell muss man nicht vorher haben, das kann man auch erlernen. Wir können auch erlernen, wie es geht. Und ich bin da guter Hoffnung. Ich bin ja auch seit 25 Jahren selber Sozialarbeiter aus Herz und Leidenschaft. Zusammen schaffen wir das schon, das auch zu überleben. Und wenn man die Methoden so ein bisschen mitnimmt und vielleicht auch irgendwann weiß, was professionelles Arbeiten ist, bin ich ganz zuversichtlich, dass wir alle ganz glücklich bis zur Rente miteinander leben können. Vielleicht sogar ohne Burnout. Also etwas, worüber man sich auch schon so ein bisschen bewusst sein sollte, bevor man in diesen Studiengang geht oder wenn man sich dafür interessiert zu studieren. Ne? Ich meine, viele kommen ja sicherlich auch schon aus sozialen Berufen und wissen, dass das auch mit Anstrengung teilweise verbunden ist. Ne? Aber ich meine, letztendlich, welcher Beruf ist nicht anstrengend? Und ja, das wäre auch eine Frage für mich gewesen, wenn es dann um die Studieninhalte geht, wie das aussieht mit Soft Skills. Aber vielleicht gucken wir uns einfach mal so ein bisschen die Studieninhalte genauer an. Also ich habe mir das Curriculum mal runtergeladen, ich habe es mir mal ausgedruckt. Das verlinkt man natürlich auch in der Beschreibung von diesem Video. Also ich würde jetzt nicht jedes einzelne Modul durchgehen. Vielleicht können Sie uns mal, Frau Teichert, eine grobe Übersicht einfach darüber geben, was lernt man denn in so einem Studiengang? Recht ist beispielsweise ein wichtiger Teil. Was lernt man da alles noch so? Gerne, Herr Wolf. Man muss sich das Studium der sozialen Arbeit so vorstellen, dass man einsteigt erstmal mit so Grundlagen. Grundlagen aus der sozialen Arbeit, aus der sozialen Arbeit als Wissenschaft und mit Grundlagen aus Bezugswissenschaften. Sie hatten gerade das Thema eben Recht angesprochen. Jetzt gibt es noch andere Bezugswissenschaften, wie beispielsweise Soziologie, Pädagogik, Psychologie. Das ist so eine Basis, würde ich sagen, für die soziale Arbeit, weil Sozialarbeiter arbeiten ja sehr ganzheitlich mit den Menschen und nehmen immer einen systemischen Blick ein. Also wer ist denn noch so drumherum um den Menschen, den ich eben betreue? Das ist sozusagen der Einstieg. Der Schwerpunkt unseres Studiengangs liegt auf den Methoden. Wir haben sechs verschiedene Methodenmodule wie Case- und Care-Management, die Einzelfallhilfe und die sozialpädagogische Fallarbeit, wo man lernt, eine soziale Anamnese zu erarbeiten, eine soziale Diagnose zu stellen. Dann gibt es die soziale Gruppenarbeit. Dort geht es auch um Sport und Musik.
Politik-Sozialarbeit, die Sozialraumorientierung und zwei wesentliche Methodenmodule sind noch die Gesprächsführung und die Krisenintervention. Gerade Krisenintervention ist ja das, was Sozialarbeiter eben auch sehr häufig machen. Das ist auch so ein kleiner Schwerpunkt bei uns im Studiengang, die Ausbildung eben der Methoden, damit man eben sehr professionell dann eben in seiner Arbeit mit den Klientinnen und Klienten arbeiten kann. Und dann gibt es natürlich, damit man jetzt auch sagt, man hat jetzt erstmal eine breite Basis und jetzt brauche ich aber, weil die soziale Arbeit ist erstmal von den Handlungsfeldern sehr breit aufgestellt. Nur wenn ich in einem Handlungsfeld drin bin, brauche ich tiefes Wissen. Und da haben wir Angebote an verschiedenen Spezialisierungen und Wahlmodulen. Genau, am Ende des Studiums erlernen Sie auch nochmal dann Wissen über Sozialpolitik, Gesundheitspolitik und Sozialmedizin und eben auch so empirische Kompetenzen. Wie mache ich denn auch meine kleine Forschung, was ich dann eben anwenden kann in der Bachelorarbeit? Zwei ganz wesentliche Module bei uns im Studiengang sind die Theorie und Praxis der Inklusion und das Social Innovation Lab als wirklich einzigartiges Modul hier, was die Frau Vogt dann gerne noch vorstellt. Ich würde noch mal kurz auf die Spezialisierung eingehen. Spezialisierung haben wir derzeit fünf. Die Spezialisierung und Wahlmodule orientieren sich immer so an den gesellschaftlichen Themen. Und das kann sich auch mal verändern. Und derzeit haben wir diese Spezialisierung Kinder, Jugend und Familie im Angebot, die soziale Arbeit mit Migration, dann die soziale Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen, dann die soziale Arbeit mit Menschen im späten Erwachsenenalter und die straffälligen Sucht, Wohnungslosen und Schuldenhilfe. Das sind die fünf Spezialisierungen. Wir haben natürlich einen großen Katalog an Wahlmodulen und die haben wir so aufgeteilt in drei Bereiche, den Bereich aus der sozialen Arbeit. Ich nenne mal beispielhaft die Schulsozialarbeit Sozialarbeit oder Jugendarbeit oder tiergestützte Intervention, dann den Wahlmodulbereich Psychologie, da geht es um Gesundheitspsychologie, um die klinische Psychologie oder eben auch im Bereich Pädagogik, dort gehört dieser Bereich auch mit rein, Methoden der Erwachsenenbildung. Und der dritte Strang ist der Wahlmodulbereich des Management, wo es eben um Personal und Organisation geht, dann mal Einführung ins Non-Profit-Management und um Kommunikation und Führung. Das mal als ersten Überblick. Und dann gibt es natürlich noch unser Riesenmodul, was sich vertikal durch das gesamte Studium zieht. Das ist die begleitete praktische Studienphase. Über die werden wir gleich auch nochmal gesondert reden. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Spezialisierungen und Wahlmöglichkeiten. Vom Umfang her kann man sich das so vorstellen oder ist es so, dass es bei den Spezialisierungen zwei Module sind, die man da absolviert? Ja, also im Umfang von insgesamt 12 Leistungspunkten, wenn ich das richtig gesehen habe. Und bei den Wahlmodulen wählt man sich dann nochmal zwei Module aus. Also, und die haben auch jeweils Genau. sechs Leistungspunkte. Also hat man insgesamt vier Module quasi, die man sich so ein bisschen auch nach seinen eigenen Interessen, vielleicht auch nach den Dingen, die man beruflich schon macht oder machen möchte, zusammenstellen kann. Ja, auch wie man das letztendlich auch an den anderen Hochschulen kennt. Und ja, dann kann man sich das ganze Studium eben noch ein ganz Stückchen individualisieren über diese ganzen klassischen Themen sozusagen, die man so oder so im Bachelorstudium soziale Arbeit absolviert und auch in anderen Studiengängen, ja, wissenschaftliches Arbeiten gehört natürlich in jedes Bachelorstudium irgendwie mit dazu. Also Genau. das sind die Vertiefungsmöglichkeiten. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, bei der Durchsicht des Curriculums sind die Prüfungsformen. Ja, also ich kenne das von anderen Hochschulen, Fernhochschulen, da wird eben gerne auch mit Klausuren, Online-Klausuren heutzutage geprüft. Ich vermute mal, das ist auch so ein bisschen dem geschuldet, dass sich Klausuren eben auch ein bisschen einfacher vielleicht korrigieren lassen als eine Hausarbeit beispielsweise. Ja, das ist einfach rein betriebswirtschaftlich vielleicht auch ein bisschen praktischer für die Hochschulen, Klausuren zu prüfen. Aber was das Lernen angeht, vielleicht mal ein bisschen was anderes als eben eine Hausarbeit zu schreiben. Aber das ist schon Teil des Studienkonzepts, würden Sie sagen, dass hier viele alternative Prüfungsformen auch angeboten werden?
Genau. Also wir haben in dem Sinne im Studiengang sehr wenig Klausuren. Wir haben nur noch 4 Klausuren und diese Klausuren, wenn wir die anbieten, sind auch immer mit einer Wahloption einer anderen Prüfungsleistung gekoppelt. Weil soziale Arbeit heißt einfach auch sich auseinandersetzen. Es ist eine sehr praxisorientierte Profession, wo wir sehr stark den Praxisbezug eben auch in den Prüfungsleistungen mit einbringen. Und da ist es eben wichtig, Prüfungsleistungen eben zu nehmen, die kompetenzorientiert sind. Wir haben beispielsweise eben auch Fallstudien, wo eben gerade in der Einzelfallhilfe man sich eben sehr stark auseinandersetzen muss mit Einzelfallhilfen und mit der Arbeit mit einzelnen Menschen oder eine Gruppenprüfung beispielsweise. Wir haben auch andere Prüfungsleistungen wie ein Blog beispielsweise oder eine Projektprüfung, eine Einsendepräsentation, wo man lernt, eben Vorträge zu machen und man schickt dann einen Foliensatz ein und erklärt in einem Konzeptpapier, wie man den Vortrag aufgebaut hätte. Oder wir haben auch ein wissenschaftliches Poster. Wir haben auch ein Lerntagebuch, wo das zum Einsatz kommt, beispielsweise in der begleiteten praktischen Studienphase, wo man sich eben Schritt für Schritt einfach reflektiert und das Lerntagebuch eben nutzt für sich zur Praxisreflexion. Mal so zusammengefasst. Genau. Ja, Frau Vogt, ein Modul ist mir auch noch aufgefallen, auch deswegen, weil wir in dem Podcast, den ich schon erwähnt hatte, den verlinken wir übrigens auch gerne in der Beschreibung jetzt für das Video zum Thema Burnout, weil Sie auch das Ganze angesprochen hatten, das Modul, das Social Innovation Lab. Können Sie uns da sagen, was das genau ist, was man in diesem Modul macht? Ja, lieben gerne. Also das Social Innovation Lab ist tatsächlich mal andersrum gedacht. Und zwar können unsere Studierenden ab dem ersten Tag ihre praktische Idee verwirklichen. Und das heißt deswegen Lab, weil wir wirklich alles ausprobieren und mal tatsächlich weggehen wollen von diesem alten Wein in neuen Schläuchen. Das heißt, wir sagen, du bist kompetent. Und du kannst ab dem ersten Tag etwas machen. Und jetzt ist es andersrum gedacht. Die Studierenden sagen mir, was wir machen. Und da wird es relativ interessant. Also ich lasse mich da auch auf jeden Fall ein. Das kann sein, dass sie vielleicht einen Verein gründen wollen, dass sie irgendwie schon immer finden, dass mehr Nachhaltigkeit in ihrer Gemeinde ist. Also was auch immer. Und da ist auch eine Projektprüfung dran. Heißt also auch die Prüfungsform wählen die Studierenden selber. Die sagen mir, ob sie einen Blog dazu machen wollen, ob sie ein Video dazu machen wollen, ob sie einen Podcast dazu machen wollen. All das, da lasse ich mich drauf ein. Und wir haben mit unserem Partner, das ist Gerald Hüther mit der Akademie für Potenzialentfaltung, auch noch für diejenigen, die vielleicht noch nicht die zündende Idee haben, die Angebote bei Liebevoll Jetzt, bei Würde Gruppen teilzunehmen. Also wir können in allen Dachverbänden was herstellen. Und freuen uns natürlich über jede Idee und ich gehe auch alles mit. Und das Besondere ist wirklich, ab dem ersten Tag können Sie das machen, kriegen das als Prüfung angerechnet und ich sage, oder wir sagen, ihr seid kompetent, ihr müsst nicht erst mal 5 Semester lernen, damit wir euch glauben, dass ihr eine Prüfung ablegen könnt und hier arbeiten. Und das macht einen tierischen Spaß, ist offen für alles und ich bin selbst immer wieder sehr überrascht, in welche Richtung das so gehen kann. Und dann kann man sich als Studie sicherlich auch die Ergebnisse angucken von, weiß ich nicht, vorigen Semestern oder Semester in dem Sinne gibt es ja nicht mehr ganz so richtig im Fernstudium, aber von vorigen Jahrgängen vielleicht. Das wird dann so sein. Wir haben es ja ganz neu eingeführt vor einem Jahr. Also von daher, die Ergebnisse sind noch überschaubar, aber sehr schön. Und da sollte man sich dann auch in Gruppen vielleicht zusammenschließen, um das zu bewältigen, oder kann man auch alleine irgendwas machen? Das ist unser Traum, sind natürlich Lerngruppen, die sich selbst etwas auch mit beibringen, natürlich betreut durch mich oder ermutigt durch mich. Aber es gibt ja nun mal auch Menschen, die gerne einzeln etwas machen. Also es gibt wirklich keinerlei Vorgaben. Wir müssen dafür sorgen, dass es passt. Okay, super. Vielleicht noch etwas oder ein paar Worte zu den Seminaren oder dann eben auch den Möglichkeiten, letztendlich in Kontakt zu treten mit Ihnen als Lehrkräfte. Also Seminare sind vielleicht für viele, die so ein Fernstudium absolvieren wollen, auch ein ganz kleiner Stressfaktor, weil man häufig zu den Präsenzseminaren dann irgendwo anreisen muss, übernachten muss und dann dadurch noch ein bisschen Aufwand und Kosten und so weiter hat. Aber im Fernstudium und auch seit Corona letztendlich ist es ja auch so, dass die Seminare immer mehr online auch stattfinden und stattfinden können. Wie sieht es aus in diesem Studiengang? Gibt es Präsenzzeiten, Präsenzseminare, Online-Seminare?
Und wie ist da auch das Verhältnis von verpflichtenden Seminaren zu, ja, Seminaren, an denen man nicht unbedingt teilnehmen muss, aber kann? Genau, also an Veranstaltungen, Herr Wolfbank, mangelt es in unserem Studiengang nicht. Man muss sich das so vorstellen, für jedes Modul gibt es unterschiedliche Veranstaltungen. Das kommt ein bisschen darauf an, was in den Veranstaltungen, also der Kompetenzerwerb dann eben sein soll. Und es gibt also Online-Veranstaltungen am Abend. Es gibt Fallwerkstätten, fünfstündige beispielsweise auch tagsüber. Und es gibt auch Präsenz- oder Online-Angebote am Wochenende. Also an Veranstaltungen mangelt es bei uns wirklich nicht. Was wir eben auch anbieten, sind, man muss sich vorstellen, in Form von Praxis- und Studientagen, Beispiel die tiergestützte Arbeit oder die Erlebnispädagogik oder eben die also Sportsozialarbeit oder wir bieten eben auch Pilgern an oder fahren mit den Studierenden mal in verschiedene Einrichtungen wie ins Albert-Schweitzer Kinderdorf beispielsweise und schauen dort eben vor Ort. Das sind freiwillige Angebote, die die Studierenden gern in Anspruch nehmen können. Durch die staatliche Anerkennung und eben auch durch, ich will mal sagen, wir arbeiten ja in der sozialen Arbeit mit Menschen in schwierigen Lebenslagen. Und das ist eben wichtig, dass man dort auch mal in Rollenspielen oder Methoden eben übt oder eben sehr intensiv auf einen Fall oder eine Fallsituation eben draufschaut. Wir haben also im Studium 3x3 verpflichtende Tage. Das heißt, einmal im Rahmen der begleiteten praktischen Studienphase gibt es also 3 Intensivtage im Block. Die Studierenden können wählen, ob sie die Online- oder Präsenz eben machen. Und dort findet eine Praxisreflexion statt, eine sehr intensive. Dann gibt es noch die 2 Module Gesprächsführung und Sozialberatung. Da geht es so um systemische Beratung, auch um Coaching und das Modul Krisenintervention und Konfliktberatung, wo auch jeweils eben 3 Tage im Block eben zu absolvieren sind. Das sind erstmal die verpflichtenden Veranstaltungen und die Studierenden, das kann ich Ihnen versprechen, die kommen das sehr gerne auch zu diesen intensiven Blockveranstaltungen und tauschen sich auch gern eben miteinander aus über die Fälle und da gibt es eben immer viel Austauschbedarf. Und es gibt noch eine verpflichtende Veranstaltung, das ist die Teilnahme an einer online-kollegialen Fallberatung. Dort lerne, das mache ich persönlich den Studierenden, wie mache ich denn überhaupt so eine kollegiale Fallberatung, sodass die Studierenden das gleich auch in ihren eigenen Teams anwenden können und eben umsetzen können. Ja, das ist auch etwas, was ich jedem, der so ein Fernstudium absolviert, egal ob jetzt soziale Arbeit oder auch in irgendeinem anderen Fachbereich, der ein Fernstudium absolvieren möchte, solche Angebote in Anspruch zu nehmen, also vor allem in Präsenz, weil das ist ja letztendlich auch das, was einem dann besonders gut hängen bleibt, sozusagen, wo man auch Erlebnisse mitnimmt im Studium, so über diese reine Arbeit am Schreibtisch oder vielleicht auch am PC hinaus. Ja, und wer eben nicht die Möglichkeit hat, da jetzt regelmäßiger zu Präsenzen zu fahren, der kann ja dann eben dann auch noch die digitalen Angebote in Anspruch nehmen. Aber ja, das sollte man so viel wie möglich in Anspruch nehmen. Ich würde einfach nur mal zum Fernstudium sagen. Also das ist, da gibt es ja so Vorstellungen. Also zum einen ist natürlich immer Fernstudium kostet viel Geld. Und damit würde ich gerne mal so ein bisschen aufräumen. Und zwar einfach mal die Idee dahinter. Also jeder, der bei uns studieren möchte, ist herzlich dazu eingeladen, sich alles anrechnen zu lassen. Und wir prüfen das auch kostenfrei. Bedeutet das natürlich im Endeffekt diese Summe, wie sie sich erstmal anhört, auch gar nicht mehr so ist. Und da würde ich immer mal so ein bisschen, also auch eine Brücke schlagen wollen. Es hat tatsächlich Riesenvorteile. Und wenn wir uns überlegen, da ist jemand schon seit 5 Jahren tätig oder dann ist das auch gar nicht mehr so viel, wie sich's anfühlt. Also das ist immer so ein Berg, man sieht es. Und wir haben halt eine Beratungsstelle, die rechnen das an und dann ist es zum einen meistens deutlich günstiger, zum anderen ist schon viel erledigt und zum dritten ist es manchmal auch ganz beruhigend, dass es dann halt nicht diesen Preis oder diesen Umfang hat. Und da möchte ich jeden und jede einladen, die da irgendwie Ideen hat, erstmal prüfen zu lassen. Das machen wir auch gerne und sich das danach dann mal anzuschauen, was da dann wirklich bei rauskommt. Das war schon mit meinem Bedürfnis.
Ja, also jeder, der auch eine Ausbildung hat, meinen Sie jetzt beispielsweise, also ich hatte auch mal auf der Webseite geschaut, Altenpfleger, Altenpflegerinnen beispielsweise, alles so soziale Berufe, Gesundheitsberufe, ja, sollte man natürlich immer erstmal schauen, was man sich da anrechnen lässt. Wobei ich auch das aus der Beratung so ein bisschen kenne, es gibt auch Studierende, die wollen sich jetzt nicht unbedingt irgendwas anrechnen lassen, ne? Weil die eben denken so, ja, das ist vielleicht auch schon länger her, dass meine Ausbildung war oder ich möchte das dann doch irgendwie nochmal machen. Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit sozusagen, um die Studienzeit zu verkürzen und ja, letztendlich auch Studiengebühren damit zu sparen. Also lassen Sie uns vielleicht noch über die praktische Studienphase reden. Ja, auch ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Studiums soziale Arbeit. Insgesamt, wenn ich das richtig gesehen habe, sind das 100 Tage, die man hier absolvieren muss. Was sind das für Tage? Vollzeittage, die man dann Praktikum irgendwo machen muss oder wie kann man sich das vorstellen? Genau. Also vom Grunde haben Sie schon gesagt, Herr Wolf, sind 100 Tage in Vollzeit, 800 Stunden sind also zu absolvieren, dürfen Sie gern absolvieren in auch unterschiedlichen Praxiseinrichtungen. Die begleitete praktische Studienphase hat also das Ziel, dass sich die Studierenden ausprobieren dürfen, eben als Sozialarbeiterin zu arbeiten. Voraussetzung dafür ist, dass es eben in den Praxisstellen vor Ort eine Anleitung gibt, die den gleichen Abschluss hat, wie man selbst anstrebt. Also die AnleiterInnen sollen eben SozialarbeiterInnen oder Sozialpädagoginnen eben sein. Und es ist so, wir haben ein eigenes Praxisreferat, das geleitet wird von Herrn Schulz-Hunger. Das ist unser Kollege, der selber Sozialarbeiter ist. Und der Herr Schulz-Hunger hilft sozusagen auch bei der Praxissuche und managt sozusagen auch mit den Studierenden gemeinsam die Organisation. Wichtig ist für die Studierenden eben zu wissen, dass die Praxisphase ganz individuell dann zu betrachten ist. Jeder hat ja Voraussetzungen. Einer ist schon im sozialen Bereich, einer ist ein Quereinsteiger und wir schauen sozusagen dann gemeinsam auch, was möglich ist. So, wenn jemand im sozialen Bereich schon tätig ist, kann er seine Praxisphase auch in diesem Bereich absolvieren und wir vereinbaren dann auch mit den Anleitern und schauen mit den Studierenden gemeinsam, welche Aufgaben kann derjenige eben noch zusätzlich übernehmen. Eben in der Rolle als Sozialarbeiter. Während dieser ganzen Praxisphase der 800 Stunden, man kann sich auch bis zu 400 Stunden anrechnen lassen, wenn man aus einem sozialen Bereich kommt. Also dann bleiben sozusagen 400 Stunden noch übrig, um sich auszuprobieren. Währenddessen begleiten wir Sie also sehr professionell mit Reflexionsgesprächen, mit supervisorischer Fallberatung, mit den Intensivtagen, wo es eben die Praxisreflexion geht und mit einem Lerntagebuch, sodass die Studierenden dann durch uns auch eben immer gut begleitet sind. Also nicht nur vor Ort, sondern auch eben von seitens der Hochschule. Wenn man jetzt nicht im sozialen Bereich und als Quereinsteiger ist und man hat die Möglichkeit, eben unterschiedliche Praktika eben zu machen, dann empfehlen wir das gern auch, dass man so unterschiedlich machen kann, weil die soziale Arbeit ja so viele Handlungsfelder eben vorhält. Wir haben es auch schon erlebt, dass Studierende, die in einem Tätigkeitsfeld der sozialen Arbeit schon drin sind, dass sie mit ihren Arbeitgebern auch die Möglichkeit besprochen haben, auch innerhalb des Trägers mal in eine andere Abteilung zu gehen und um da eben einfach auch andere Erfahrungen sammeln zu können. Also das ist einfach ganz individuell. Man kann es ziemlich am Anfang machen, man kann es weiter nach hinten schieben, so wie es eben auch gut für denjenigen eben auch passt. Okay, also man kann sich das auch aufteilen, ne? Muss nicht gleich alles in einem Stück machen. Man kann das auch bei, Genau. oder sollte es vielleicht sogar auch versuchen, bei verschiedenen, also in verschiedenen Institutionen zu machen. Und dann nimmt man da ja auch noch ein Stückchen mehr mit. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was man dann sehr stark mitnimmt, zumindest wenn man nicht gerade schon in so einem Beruf ist, wenn man das Studium anfängt, weil man da auch eben nochmal sehr viel Erfahrung mitnimmt für das gesamte Studium. Und dann auch das, was man im Studium lernt, doch immer gleich schon beobachten und anwenden kann. Ja, im Rahmen der Arbeit, im Rahmen des Genau. Praktikums. Genau, es gibt auch die Möglichkeit, ne, wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt ein Quereinsteiger, ich komme aus einem völlig anderen Bereich, dass man beispielsweise nur einen Tag in der Woche absolviert, dann geht das Praktikum natürlich länger über mehrere Jahre, aber die Zeit haben ja die Studierenden, sodass das eben dort auch sehr schön neben dem Beruf, den man jetzt gerade macht, eben zu absolvieren und zu leisten ist. Frau Vogt, Sie wollten noch was sagen?
Ja, ich wollte noch mal gerne ergänzen, und zwar neben dem, dass wir das natürlich für absolut sinnig halten, eine praktische Phase zu machen, ist da auch ein kleiner Haken dran. Also wenn ich keine praktische Phase in einem Studium mache, dann bin ich kein staatlich anerkannter Sozialarbeiter. Und ich habe mich ja damals gewundert, warum ich überhaupt staatlich anerkannt auf meinem Zeugnis stehen habe. Und der Trick ist einfach folgender: Wenn ich das nicht gemacht habe, bin ich eine pädagogische Hilfskraft am Ende. Das heißt, ich habe völlig studiert, verdiene aber 1.800 Euro brutto. Und neben der Sinnhaftigkeit wollen wir unseren Studierenden natürlich die Möglichkeit haben, in Anführungszeichen diese staatliche Anerkennung zu bekommen. Und von daher machen wir das für uns alle so angenehm wie möglich, weil es wäre ja auch schön, wenn man nachher für das bezahlt wird, was man studiert hat. Und da haben Sie ja auch schon angesprochen, man erwirbt ja so gesehen auch einen Doppelabschluss oder zwei Abschlüsse in diesem Studium, ja, neben dem Bachelorabschluss dann eben noch diese Anerkennung als Sozialarbeiter bzw. Sozialarbeiterin. Das ist dann auch immer so eine typische Frage, die Interessenten stellen, ja, was bringt mir diese Anerkennung eigentlich? Aber Sie haben es auch gerade schon letztendlich beantwortet, ne? Es macht auch allein im Gehalt dann schon wahrscheinlich einen größeren Unterschied sozusagen, ob ich die jetzt habe oder nicht. Und auch in den Aufgaben, die ich dann übernehme oder übernehmen kann. Genau, und ich würde noch ergänzen, Herr Wolf, Sie haben dann natürlich auch andere Bewerbungschancen, weil die staatliche Anerkennung einfach eine Voraussetzung ist, wenn man im Kinder- und Jugendbereich oder mit schutzbefohlenen Menschen eben arbeitet. Und ja, da sind wir auch bei einem Thema, wo es dann eben schon um die Arbeit geht, die man damit macht oder machen kann. Lassen Sie uns vielleicht noch so ein bisschen über die Berufsmöglichkeiten reden. Zum einen, vielleicht können Sie mir ein bisschen was dazu sagen, was kommen denn da jetzt für Studierende in diesen Studiengang, die wahrscheinlich schon berufstätig zu großen Teilen sind? Was machen die denn für Berufe? Was sind so die typischen ja, Berufe der Studierenden in diesem Studiengang? Und dann vielleicht auch, was generell so die Berufsmöglichkeiten mit dem Abschluss in sozialer Arbeit sind. Ja, das mache ich gerne. Die Welt steht den Studierenden offen oder dann den Absolventinnen und Absolventen. Corona hat dafür einen positiven Beitrag geleistet, sozusagen für unsere Profession. Also Arbeit gibt es sozusagen genug. Ihre Frage, wer ist denn überhaupt hier bei uns im Studiengang? Es ist ein sehr heterogen aufgestellter Studiengang. Man kann sagen, erstmal von der Altersgruppe her zwischen 19 und über 60 Jahre. Also wenn Sie sich mit 50 noch entscheiden, es ist nie zu spät zu studieren. Und von den Arbeitsfeldern her, wir haben also Studierende sind Erzieher, Altenpfleger aus therapeutischen Berufen, wir haben Stewardessen, wir haben Malermeister, Friseurmeister, also völlige Quereinsteiger aus der IT-Branche, ein Fahrschullehrer. Also das ist ganz unterschiedlich und das ist natürlich das Schöne, weil das unheimlich bereichernd ist für einen selber, weil jeder bringt andere Erfahrungen mit, einen anderen Wissensschatz und das genießen natürlich auch die Studierenden in solchen heterogenen Gruppen. Wo kann man später arbeiten oder wie kann man sich vielleicht entwickeln? Die Handlungsfelder sind ja sehr breit. Wenn ich jetzt mal so von den Alterszielgruppen ausgehe, kann man ja arbeiten mit Kindern, also mit ganz kleinen Kindern, dann mit Kindern, also in der Krippe, im Kindergarten, in Kindertageseinrichtungen, auch Horte. Dann geht es weiter. Man so durch den Lebenslauf geht in die Schule. Da gibt es so die Schulsozialarbeit oder die Arbeit auch mit Jugendlichen in der Jugendarbeit. Jugendarbeit hat sich ja auch verändert durch die Digitalisierung. Das ist auch ein sehr spannendes Handlungsfeld. Man kann arbeiten auch in den prekären Lebenslagen, wo es geht um Menschen, die sich in Straffälligkeit befinden, in Wohnungslosigkeit, die Probleme haben mit Sucht oder eben auch Schulden. Also, und das geht auch von Jugendlichen bis einfach ins Erwachsenenalter, die Thematiken. Man kann auch mit Familien arbeiten. Wir haben ja den großen Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe. Dort ist es beispielsweise möglich oder eben auch mit älteren Menschen im Tagesstättenbereich oder eben auch in Heim. Oder man kann auch arbeiten im klinischen Bereich, das heißt mit Menschen, die im Krankenhaus sind, die Krankenhaussozialarbeit oder die Sozialarbeit in der Rehabilitation, wo es um die Überleitung geht oder Hospizarbeit oder psychosoziale Dienste. So die Palette ist sozusagen breit. Sie können auch arbeiten in Betrieben. Es gibt auch die betriebliche soziale Arbeit oder eben auch in der Entwicklungshilfe. Ja, also das ist alles möglich. Und Sie können auch mit dem Abschluss, die studieren auch in Behörden arbeiten, ne? Also in Jugendämtern, Ministerien auch, um da einfach
Konzepte mit weiterzuentwickeln, wenn man auf diese Ebene eben geht. Also die Handlungsfelder erweitern sich auch immer mehr in der Arbeit mit Menschen, mit Migranten oder eben auch mit psychisch erkrankten Menschen oder mit Menschen eben mit Beeinträchtigung beispielsweise und Behinderung. Frau Vogt, Sie wollten noch was ergänzen? Ja, also soziale Arbeit ist ja meiner Meinung nach sexier als ihr Ruf, wenn man sich das so anguckt. Also das sind natürlich eben alles, was die Frau Teichert aufgezählt hat, ist ein wahnsinniges Feld, aber es ist ja auch zum Beispiel so, wenn ich Sozialarbeiter bin, dann kann ich auch in die Schule gehen und mich verbeamten lassen recht schnell. Ich habe die Möglichkeiten, auf guten Wege Coaching zu machen, mich selbstständig zu machen, vielleicht als Dozent zu sein. Also das ist schon, das ist eine Around-Ausbildung, die auch viele Türen öffnet an Stellen, wo man gar nicht gedacht hat. Also die letzten Sozialarbeiter, die ich hatte, waren hier bei großen Firmen im Personal. Also das ist schon durchaus schick, was damit gemacht werden kann. Es fällt einem nicht immer alles auf den ersten Blick ein und deswegen versuchen wir ja auch in diesen Praxistagen und allem einfach neue Möglichkeiten zu sagen und zu zeigen. Und ich glaube, als Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin gibt es auch Möglichkeiten, eigentlich ganz gut Geld zu verdienen, wenn man das Ganze auch möchte und sich das mal so anschaut. Also da bin ich immer für offen und wir sind in dem Studium auch immer dabei für kreative Vorschläge, für Vereinsgründungen, für selbstständig machen. Also das ist deutlich mehr, als Mann, Frau auf den ersten Blick denkt. Und eine Möglichkeit wäre es ja auch noch, einen Master im Anschluss an den Bachelor zu machen. Machen es viele oder ist es dann eher doch ein kleinerer Teil der Studierenden, die einen Bachelor machen, die dann in ein Masterstudium gehen, soziale Arbeit oder vielleicht auch ein anderes Fach? Also ich würde es mal so einschätzen, Herr Wolf, dass die Studierenden, also es gibt schon einen Teil der Studierenden, die direkt weitermachen und ein Teil der Studierenden möchte einfach auch erstmal sich ausprobieren, einfach in der praktischen Arbeit und gehen dann einfach später in den Master. Weil der Unterschied ist, in dem Bachelor erlernt man so auch gerade die Fähigkeiten, die Kompetenzen, was ist so professionelle Hilfe in der direkten Klientenarbeit und erste Führungskompetenzen. Und der Master ist ja dann auf einer anderen Ebene angesiedelt, wo man eben insbesondere auch den Blick aus Sicht einer Führungskraft eben dann nimmt. Da geht es um ganz andere Themen, einfach nochmal wie Leitung und Führung. Und man betrachtet das so auf einer Metaebene. Und die Studierenden, die einen Bachelor haben, die wollen sich erstmal auch in der Klientenarbeit eben ausprobieren. Aber es gibt die Möglichkeit, da sofort in den Master eben einzusteigen. Und das wird ja auch wahrgenommen. Ja, und ist vielleicht auch sinnvoll, wenn man irgendwie in der Behörde beispielsweise arbeiten möchte und dann da ein bisschen in gehobeneren Dienst einsteigen möchte, dann ist das ja vielleicht auch eine gewisse Voraussetzung, dass man dann den Master sozusagen noch absolviert, ne? Und man kann sich dann eben auch in Themen nochmal sehr viel mehr vertiefen, für die man vielleicht schon Interesse gefunden hat im Bachelorstudium, ne? Aber wo dann die Zeit doch nicht so ganz ausgereicht hat, da wirklich intensiv einzusteigen. Ja, und vielleicht möchte ja auch der eine oder die andere irgendwie in die Forschung gehen, ja, vielleicht auch irgendwann mal so eine Professur erhalten bekommen und dann wäre der Master natürlich auch eine wichtige Voraussetzung dafür. So, ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage, vielleicht eine persönliche an Sie beide. Vielleicht können Sie mir nacheinander, wenn Sie möchten, natürlich sagen, wie Sie jeweils in diesen Berufszweig, ja, oder auch in diesen Fachbereich gekommen sind. Also was hat in Ihnen gebrannt, irgendwie, um in die soziale Arbeit zu gehen? Vielleicht fangen Sie an, Frau Teichert. Ja, das mache ich gerne, Herr Wolf. Also meine Intention sozusagen als Sozialarbeiterin zu arbeiten, ich habe ja auch viele Jahre gearbeitet in unterschiedlichen Bereichen, war, dass ich, wie auch viele Studierende sagen, Menschen gerne begleiten möchte auf ihrem Weg, sich weiterzuentwickeln. Und vor allen Dingen, was mir am Herzen lag, genau in solchen schwierigen Situationen, wo sich viele Menschen befinden, da einfach zu ermutigen und da eine gute begleitende Stütze eben zu sein. Und ich habe mich ja spezialisiert auf die Arbeit mit Jugendlichen im straffälligen Kontext. Und das ist natürlich auch ein sehr interessanter Zweig, weil dort ist es ja so, das sind ja sehr krisenhafte Situation und dort mit den Menschen sozusagen zu arbeiten und sagen, Achtung, es geht noch was in deinem Leben. Das hat mich sozusagen auch so angetrieben, jetzt als Sozialarbeiterin und jetzt ja als Professorin für soziale Arbeit, möchte ich gerne so auch mein Wissen den Studierenden eben weitergeben. Bei Ihnen, Frau Vogt?
Jetzt komme ich wieder. Ich bin nicht ganz so fadengerade gewesen. Also ich war mal irgendwann Medieninformatiker und noch ein paar ganz andere Sachen. Das liegt immer ein bisschen daran, dass ich bin auch so ein bisschen wie so ein Eichhörnchen, muss man ehrlich zugeben. Also mich interessiert Mensch, aber ich wusste nicht, von welcher Seite ich es ausgreifen sollte und habe dann natürlich über Fitness und Informatik, über soziale Arbeit. Also ich wusste gar nicht, wo ich hin wollte. Ich wollte einfach helfen. Hatte eine wildromantische Vorstellung und habe irgendwie gemerkt, naja, so richtig die Welt retten dauert einen Moment länger. Und nach allerlei, sagen wir mal, Hoch und Tiefs und wieder zurück und vor, ist die soziale Arbeit für mich nach wie vor das Nonplusultra, um in irgendeiner Form tatsächlich mit Menschen etwas zu bewirken. Also ich kann lange vom grünen Tisch irgendwie was schreiben, ist herrlich. Und ich erzähle es ja auch immer wieder gern. Mein erster Tag als Sozialarbeiter war derart fürchterlich, dass ich sofort umschulen wollte. Aber ich bin auch 25 Jahre später noch da und freue mich, dass wir gemeinsam einen Weg gehen und die soziale Arbeit verbessern können und im Leben von Menschen etwas bewirken. Und dieser Antrieb wird hoffentlich auch für immer da bleiben. Und ich freue mich umso mehr, dass ich mit den Studierenden vielleicht, dass nicht jede Erfahrung von jedem gemacht werden muss und wir da einfach begleitend eingreifen können und gemeinsam die Welt verändern. Es ist alleine so ein bisschen schwer. Also einen herzlichen Dank auch an diese persönlichen Einblicke von Ihnen beiden. Wer sich für den Studiengang interessiert, der schaut natürlich auf der Website der SRH Mobile University vorbei. Wir verlinken das auch alles in den Shownotes bzw. in der Beschreibung für dieses Interview. Wir verlinken auch Ihre LinkedIn-Accounts bzw. ja, die Möglichkeiten, Ihnen auch so zu folgen in den sozialen Medien. Und ja, also vielen Dank für die Einblicke in diesen Studiengang. Wer Fragen hat, der schreibt uns das auch in die Kommentare. Und ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Gleichfalls vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.